Jetzt geht's los. Aktuelles aus dem Sommertrainingslager präsentiert euch die Heimatkrankenkasse. Ja, jetzt haben wir 8 Tage Trainingslager hinter uns. Wir waren jetzt das 2. Mal hier in Schäffau in Österreich am Wilden Kaiser. Mit welchen Eindrücken verlässt du jetzt das Trainingslager in diesem Jahr? Durchweg positiv. Das ist schon in etwa zu vergleichen mit dem, was wir letztes Jahr erlebt haben. Super Bedingungen. Sogar das Wetter hat auch mitgespielt, gut gestern beim Spiel. Hat es dann schon viel geregnet, aber das ist ja auch mal nicht so schlimm. Wenn es die ganze Woche so gewesen wäre, ich glaube, dann hätten wir ein bisschen mehr gelitten. Aber so war alles mal wieder perfekt. Die Mannschaft hat sich toll präsentiert. Wir hätten sicherlich gerne den Heldencup gewonnen. Sollte leider nicht sein, aber trotzdem bin ich mit allem zufrieden. Ja, du hast den Heldencup schon angesprochen, eben auch das Testspiel. 0:0 gegen Rotterdam und jetzt gestern 0:2 gegen den VfB Stuttgart. Welche Erkenntnisse hast du aus diesen beiden Spielen gewonnen? Dass wir Tore schießen müssen. ich glaube 0:0 gegen Rotterdam, das Spiel war absolut okay, war auf Augenhöhe. Beide hatten mehr oder weniger nicht viele Chancen, aber schon die eine oder andere haben sie alle liegen lassen. Und gegen Stuttgart hat eine Situation dazu geführt, dass wir in Rückstand geraten sind. Das konnte man dann hinterher nicht mehr kompensieren, obwohl wir auch durch die Wechsel nochmal alles nach vorne geworfen haben. Die Zielstrebigkeit vor dem Tor müssen wir deutlich verbessern. Neben der Aufstiegsmannschaft, die natürlich dabei ist, haben wir auch 5 Neuzugänge mit Nathan De Medina, mit Sergio Cordova, mit Jakob Lausen, Christian Gebauer, Noel Niemann waren noch die beiden Namen, die mir jetzt gerade gefehlt hatten. Wie haben die sich hier präsentiert? Natürlich auf dem Platz, aber auch neben dem Platz? Ja, sie waren erstmal sofort in der Gruppe drin. Das zeichnet unsere Mannschaft auch aus, dass sie Neuzugänge ganz hervorragend aufnimmt. So, und im Training haben sie auch versucht, ihre Stärken einzubringen, auch mit ins System mit einzubringen. Wobei das bei fast allen so war, dass gerade das Anlaufverhalten bei ihren alten Vereinen schon ein bisschen anders war. Deswegen haben sie noch ein bisschen Zeit benötigt. War das auch mehrfach Thema in den Trainingseinheiten, um sie schnellstmöglich dann auch sportlich in die Mannschaft zu integrieren. Trotz der intensiven Arbeit auf dem Platz, während und nach dem Training hat man schon viele lachende Gesichter gesehen. Ist dieser Team-Spirit, den man da vielleicht wahrgenommen hat, würde ich jetzt mal von außen so behaupten, etwas, was für die Bundesliga-Saison wichtig wird und was uns vielleicht auch auszeichnen kann? Ja, definitiv. Ist für uns überlebenswichtig, glaube ich. Das hat uns letztes Jahr ausgezeichnet. Und ich hoffe, dass wir das dieses Jahr auch weiter transportieren können, auch wenn die eine oder andere Niederlage, was ja in der Vergangenheit dann selten vorkam, wieder dazukommt. Davon müssen wir ausgehen. Das darf uns aber nicht davon aushalten, als Mannschaft immer geschlossen aufzutreten und auch Spaß zu entwickeln. Das ist für Fußball notwendig. Ja, du hast es selber schon angesprochen. Bisher war deine Zeit äußerst erfolgreich mit der Rückrunde 2018-19, mit dem Aufstiegsjahr jetzt 2019-2020. Wie bereitet man denn jetzt eine Mannschaft darauf vor, dass man A in 2020 überhaupt mal wieder verliert und dass man dann vielleicht in der Bundesliga auch mal 2-3 Spiele am Stück verliert? Wie kann man eine Mannschaft da mental drauf vorbereiten? Geht das überhaupt? Ja, das sind natürlich Themen, die wir auch schon angesprochen haben. Ich glaube, ich habe es der Mannschaft auch gesagt, dass ich lügen würde, wenn ich sage, dass ich daran glaube, dass wir bis Weihnachten ungeschlagen bleiben. Also ich glaube schon, dass es schwer werden wird und realistisch gesehen müssen wir schon mal eine Niederlage einplanen. Das ist aber auch gleichzeitig der Punkt, wo ich sehr viel Wert drauf lege, dass wir es immer wieder auch in die Köpfe reinkriegen. Dass wir an jedem Tag auch jede Mannschaft schlagen können. Daran müssen wir glauben, das werden wir uns auch weiter erarbeiten. Ich hoffe, dass wir auch dann die Belege dann recht schnell auch durch Siege liefern können. Dann wird der Glaube dann auch nicht schwinden. Also, dass es eine schwere Aufgabe wird, weiß jeder. War vielleicht so ein kleiner Moment nach dem 0:1 gestern gegen VfB, wo dann die Schultern hängen gelassen wurden. Das war aber dann, um es hinterher anzusprechen, dass genau das nicht passieren kann. Wir müssen damit rechnen, dass wir Tore kassieren, wir müssen damit rechnen, dass wir ein Spiel verlieren. So müssen mit der gleichen Energie, mit der gleichen Bereitschaft, mit der gleichen Mentalität müssen wir dann trotzdem das Tor sofort abhaken oder auch mal eine schwierige Spielphase abhaken, um unsere Stärken wieder auf den Platz bringen zu können. Ich kurbel mal die Jahreszahl ein wenig zurück.
der Spieler Uwe Neuhaus ist mal mit Wattenscheid in die Bundesliga aufgestiegen und war da auch Außenseiter, würde ich jetzt mal sagen. Ich war nicht live dabei, aber wenn man den Geschichtsbüchern glauben darf, war das wohl so. Und ihr habt es trotzdem geschafft damals. Hat dir diese Erfahrung, die du da als Spieler gemacht hast, oder hilft dir das jetzt in der aktuellen Situation, dass du da was mitnehmen kannst, was du deinen Jungs vermitteln kannst, was du vielleicht auch in der Zeit gelernt hast? Ja, kann ich definitiv. Bin aber kein Freund so davon, aus meiner Zeit zu erzählen, weil die grundsätzlich ein bisschen anders war. Und trotzdem habe ich es auch gemacht. Ich habe genau das auch schon verwendet. Wir waren damals mit Wattenscheid so das kleine Bonum gegen den Rest der Welt, muss uns behaupten. Und das erste Spiel, das Auftaktspiel für den Verein Wattenscheid 09, überhaupt in der Bundesliga, haben wir dann direkt 2-0 gegen Bremen gewonnen. Das war natürlich ein sehr, sehr guter Start. Das hat geholfen, daran zu glauben. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil ich ja auch ein absoluter Spätstarter war, von der Kreisliga bis in die erste Liga durch. Ich habe auch gedacht, was kommt denn da auf mich zu? Kannst du das überhaupt bewältigen? Und die Sicherheit muss man sich natürlich im Training holen, aber erst recht in den Spielen, in jeder einzelnen Situation voll konzentriert zu sein, an sich selber zu glauben, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wie schade ist es dann, dass wir ausgerechnet jetzt bei dieser Bundesliga-Rückkehr und bei diesen Punkten, die du angesprochen hast, die dann wichtig sind, keine Zuschauer im Rücken haben? Ja, das ist ich weiß nicht, ob es ein entscheidender Punkt sein kann. Es wird uns definitiv fehlen, so wie jede andere Mannschaft auch. Aber gerade ja, die Stimmung in der Schülko-Arena, die dann über schwierige Phasen auch hinweghelfen kann. Ich hoffe, dass es nicht so einen großen Einfluss negativer Art hat, dass uns das am Ende zum Stolperstein werden kann. Aber wir müssen versuchen, auch ohne Zuschauer, solange, wie es eben halt angesagt ist, zurechtzukommen. Die Saison wird 34 Spieltage haben. Ich möchte trotzdem auf ein Spiel einmal ganz besonders blicken, und zwar auf das Heimspiel gegen den FC Bayern München, was relativ früh kommt in der Saison. Wir haben hier das Champions-League-Finale mit der ganzen Mannschaft gucken können vor einer Woche, was die Bayern eindrucksvoll gewonnen haben. Auch davor schon ein sehr eindrucksvolles 8:2 gegen den FC Barcelona. Wie betrachtest du dann als ein kommender Gegner dieser Mannschaft solche Spiele? Warst du sehr beeindruckt? Mit wie viel Respekt tritt man dann gegen solche Mannschaften an? Ja, das liegt ja erstmal noch ein paar Spiele weg. Also ich werde mich dann natürlich dementsprechend auch vorbereiten mit meinem Trainerteam. Werden sie genau durchleuchten und mal gucken, ob wir da ein paar Schwächen finden. Nein, das ist schon eine Top-Mannschaft. Wenn sie diese Energie, diese Mentalität in jedem Spiel auf den Platz bringen würden. Hat man gesehen, die Mannschaften in Europa, und damit auch, kann man ja auch schon auf der ganzen Welt sagen, da werden alle Schwierigkeiten bekommen und werden sicherlich versuchen, das Bestmögliche rauszuholen, aber den Schaden wahrscheinlich so gering wie möglich zu halten. Das ist schon eine Top-Mannschaft, wo es jeder richtig schwer hat. Früher kannte man das aus der Bundesliga, dass dann mal Rostock, Cottbus, auch wir in Bielefeld immer mal die Bayern, die dort und da ärgern konnten. Ist das in der heutigen Zeit noch möglich, dass wir als Arminia Bielefeld solche Überraschungen landen können? Überraschungen sind immer möglich. Vielleicht kann ich wieder mit Wattenscheid erzählen, da haben wir die Überraschung auch, ich glaube, zweimal sogar geschafft. Also wir haben sie auch geärgert, haben natürlich auch mal eine richtige Reibe gekriegt. Ja, das lässt sich dann auf Dauer, wenn man mehrere Jahre in der ersten Liga ist, vielleicht dann auch nicht vermeiden. Dann danke ich dir, Uwe. Hoffe, dass wir uns in Bielefeld den letzten Feinschliff holen und wünsche natürlich uns allen und dir ganz besonders viel Erfolg in der kommenden Bundesliga-Saison. Ja, danke schön.